Ganz wichtig ist, dass sich schon die politische Verantwortung bei der Spitze in Bayern, bei der Bayerischen Staatsregierung sehe, denn dort ist 10 Jahre zwar einiges passiert, aber immer in die falsche Richtung. Zum einen hat die Koordination zwischen den verschiedenen Institutionen nicht funktioniert. Der Verfassungsschutz hat die Informationen nicht rausgerückt. Die Ermittlungsbehörden haben auch ihrerseits den Verfassungsschutz nicht informiert. Man hat sehr viele Informationen nur in Bayern behalten, hat nicht in die anderen Bundesländer geschaut. Bei der Medienstrategie hat man das Motiv Rechtsradikalismus gar nicht erwähnt. Also hier gibt es sehr, sehr viele Fehler, die passiert sind.